Geeinigt hat sich diese Regierung aber ganz schmerzfrei offensichtlich auf etwas, was der Arbeitsminister heute vorgestellt hat, nachdem das Kabinett es beschlossen hat. Es soll schneller werden und einfacher, Fachkräfte, Arbeitskräfte nach Deutschland zu bekommen. Darüber wollen wir jetzt reden mit eben diesem Arbeitsminister von der SPD, Hubertus Heil, und mit dem stellvertretenden Parteivorsitzenden der CDU, Carsten Linnemann. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Guten Abend. Hallo, Linnemann und Herr Heil. Lieber Hubertus Heil, also 30 Stunden Ausschuss, eine Nacht, und Herr Kretschmann, der sagt, das zeugt von Führungsschwäche, wenn man eben das so laufen lässt. Kann man das auch anders sehen? Hat er nicht einfach recht? Nee, ich fand es auch sehr lang, aber ich finde, die Ergebnisse zählen. Und da bin ich anderer Meinung als Ihre Kommentatoren. Das kommt, wenn man eins nimmt, immer so technisch daher. Aber im Kern geht es ja darum, dass... Nee, stopp. Erstmal sind wir bei der Führungsschwäche. Das müssen wir. Ja, aber Führung zeigt... hieße, dass man etwas so vorbereitet, ja, dass man nicht 30 Stunden lang sich offen streiten muss. Nee, Führung ist, dass es am Ende gute Ergebnisse gibt. Und die sehe ich. Und zwar, was die Planungsbeschleunigung betrifft, bei Infrastrukturen, die wir brauchen, beim Ausbau der erneuerbaren Energien, bei der Schiene, in die massiv mehr investiert wird beispielsweise. Und auch bei der Frage, wie man Klimaschutzziele tatsächlich erreicht. Ich finde das ein gutes, ein vertretbares Ergebnis. Und klar ist auch, wer Fortschritt will, muss auch zu Kompromissen in der Lage sein. Also Führungsstärke, Herr Linnemann, lernen wir daraus. Friedrich Merz hat gestern das Wort Regierungskrise in die Hand genommen. Wenn man Herrn Heil hört, das Ergebnis ist da, es ist gut. Also ist die Krise gelöst, Ihrer Meinung nach? Nein, ist sie nicht. Wenn man heute sieht, was hinter den Kulissen passiert, wie sauer die Grünen sind. Und es gibt auch Punkte, ich sage nur mal ein Beispiel, ich bekomme seit Tagen Anrufe von Bürgern, wo wirklich die Heizung kaputt geht oder kurz davor. Und die sagen zu mir, was machen wir jetzt? Und dann sage ich immer, wartet auf das Wochenende, dann werden die sich einigen. Und? Jetzt liegt das Papier vor und da steht das Gleiche drin wie vorher. Und ich kann denen nicht sagen, ihr müsst das jetzt machen. Dann gibt es Übergangsfristen, was ist mit den Älteren und vieles mehr. Das heißt, die Planungssicherheit hat man den Menschen mit diesem Kompromiss nicht gegeben. Mhm. Sie gucken zwar mich an, aber wenn Sie es ihm erklären müssten, gibt es eine Planungssicherheit für die Menschen? Nein, ich befürchte, er wird sich das nicht ganz erklären lassen. Was soll eine Opposition auch anderes machen? Na, aber wissen Sie denn, wie es jetzt ist? Also wenn Sie jetzt eine kaputtgehende Gasheizung haben? Also, und nächstes Jahr soll die nicht durch eine Gasheizung Nachlesbar auf Seite 16 und 17auf dem Sagen Papier. Sagen Sie es, Herr Linnemann, der kriegt die auch. Ich glaube auch, dass wir als Parlamentarier aufklärisch wirken sollten. Das weiß auch die demokratische Opposition jedenfalls. Das eine ist die politischen Verabredungen, die Leitplanken, die gesetzt wurden. Und die heißen sehr, sehr deutlich, dass wir auch eine Wärmewende brauchen, dass wir Investitionen brauchen in diesem Bereich. Und deshalb werden wir es hinkriegen, die zu unterstützen, die tatsächlich auch eine neue Heizung brauchen. Das sind gar nicht so wenige. Aber wir werden auch dafür sorgen, dass wir die Leute nicht im Stich lassen. Und das heißt, die Gesetzgebung kommt bis zum Sommer, und zwar für die nächsten Jahre. Und ich will mal an dieser Stelle ein bisschen aufklären, weil das ist ja auch im Boulevard ein bisschen zugespitzt gewesen. Ich habe das auch in meinem Wahlkreis erlebt, dass viele Menschen in der Art der Debatte verunsichert waren. Richtig ist, wenn man Klimaschutzziele tatsächlich erreichen will, dann müssen alle Sektoren Beitrag leisten. Und dann ist es keine gute Idee, noch ganz viele Öl- oder Gasheizungen einzubauen, die 30 Jahre sind. Und darum geht's. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es richtig ist, dass man das so macht, dass Menschen auch mitkommen können, dass Menschen sich das auch leisten können. Das und ist das die ist Überschrift. Was steht unter der Überschrift? Also was soll jetzt Herr Linnemann seinen Anrufern morgen vorstellen? Neu eingebaute Heizung ab dem nächsten Jahr. Und die meisten laufen ja auch noch nicht. Wenn man sich es nicht leisten kann. Ich will ganz kurz den Gedanken zu Ende machen dürfen. Neu ausgebaute Heizungen im nächsten Jahr sollen zu 65% aus Erneuerbaren sein. Das ist ein technologieoffener Ansatz. Und gleichzeitig werden wir dafür sorgen, dass es auch bezahlbar ist. Denn das ist eine klare Ansage und die können Sie ja auch in einem Jahr messen. Wir werden die Leute bei diesem Thema nicht allein lassen. Das ist mir als Sozialminister sehr wichtig. Herr Linnemann, was sagen Sie morgen früh dem nächsten Anrufer? Sie sollen Herrn Heil anrufen. Also. Nein, ich könnte jetzt sagen, die Wärmepumpen schießen natürlich nach oben, weil das hört sich gut an, Technologie offen, aber so viele Technologien gibt es gar nicht. Es gibt hier und da das Thema Wasserstoff, das ist viermal so teuer und vieles mehr. Ich will auch gar nicht, ich will nur sagen, bin ja auch Bürger und die rufen einen ja an. Und Heil denkt ja genauso, das weiß ich ja auch. Nur die stellen sich heute die Frage, wie geht's weiter? Aber ich habe ein ganz anderes Problem. Wir haben eine tektonische Verschiebung weltweites Machtgefüges. Wir haben eine Situation, dass die Zeitenwende nicht nur geopolitisch ist und militärisch, sondern die Inflation bei 8%. Das entzieht sich meiner Vorstellungskraft. Wir haben eine
Bildungsproblematik in Deutschland. Wir haben Industrie, die abwandert und vieles mehr. Und wir beschäftigen uns dann mit Papieren, ich meine das nicht böse, wo drin steht, dass jetzt die Bahncard 100 auch zählt für den öffentlichen Nahverkehr und vieles mehr. Mhm. Wir müssen die großen Themen angehen. Ansonsten werden wir die Zukunft in Deutschland nicht gewinnen. Und da ist Ihnen das mit der Heizung dann egal? Oder ist das ein Teil dieser großen Themen? Nein, wir müssen ja, ich sag mal, wenn wir nur 2 oder 3% Anteile haben, CO2 weltweit, dann müssen wir ja Dinge machen, die andere gut finden, die andere nachahmen. Wir müssen Technologieführer sein, wir müssen Maschinen bauen, die energieeffizient sind und die Welt kauft die uns ab. Das muss das Ziel sein. Das schaffen wir aber nur, wenn wir ein Innovationsklima haben. Dafür brauchen Sie in Deutschland eine Aufbruchstimmung. Mhm. Diese Lethargie muss weg aus diesem Lande. Wir brauchen mal wieder einen Ruck. Und dieser Ruck, der fehlt, wenn die da 3 Tage sitzen. Ich erlebe diesen Ruck nicht. Sie gucken immer mich an, Sie müssen Herrn Linnemann gucken. Ja, aber ich kenne die Sprüche. Also insofern, ich weiß das schon, was er sagt. Jetzt, ja? Also ich ehrlich gesagt, aber mit Sprüchen kriegen wir das ja nicht hin. Ja. Und ich will mal sagen, wie es konkret geht. In Zielen sind wir uns übrigens einig. Wir sind beide Wirtschaftspolitiker, jahrelang gewesen an dieser Stelle. Und wir streiten über die Wege, wie wir da hinkommen. Hm. Und der Unterschied ist, er sagt, was die Ziele sind. Und wir machen in dieser Koalition die Rahmenbedingungen so. Ich mache ein konkretes Beispiel. Ja. Wenn man ein Klimaschutzziel erreichen will und wenn man Industrie in Deutschland haben will, dann müssen wir wissen, wie viel erneuerbare Energien brauchen wir 2030 und 2045, wenn man es ernst nimmt. Und das ist übrigens Sektorkopplung, weil es geht um Mobilität, es geht um Wärme, es geht um den Verkehr, die Industrie. Ja. Und diese Koalition hat den Rahmen dafür gesteckt, dass das tatsächlich gelingt. Der Ausbau von Wind onshore, Wind offshore, Solar, da kann man sich über Autobahnen lustig machen. Aber das ist ja nur ein Teil der ganzen Geschichte. Mhm. Zweitens, wir brauchen Infrastrukturbeschleunigung. Das leistet dieser Koalitionsausschuss. Die Planungs- und Genehmigungsverfahren in Deutschland sind zu lahmarschig. Da sind wir uns auch einig. Wir sorgen dafür, dass es Planungsbeschleunigung gibt und dass die Investitionsmittel da sind. Das schafft übrigens Investitionssicherheit für die Privatwirtschaft und ist wichtig für Deutschland und Europa in der internationalen Konkurrenz. Das ist konkrete Wirtschafts- und Industriepolitik und die macht diese Koalition. Ich kann Ihnen eins sagen. Ich war ja Mitglied auch der Vorgängerregierung und ich schäme mich nicht dafür. Wir haben auch vieles hingekriegt. Aber am Ende der großen Koalition, da habe ich auch Koalitionsausschüsse erlebt. Da wusste ich, was die Union nicht mehr wollte. Der Unterschied ist jetzt, wir haben was miteinander davor und das ist nicht Fortschritt. Das ist die Vergangenheitsbewältigung. Ja, aber man muss ja immer den Kontrast sehen. Also wenn Sie das gesamte Programm dann sehen, haben Sie das Gefühl, das ist dann das, was Sie fordern, nämlich wirklich so ein Ruckrede. Eine Fortschrittskoalition, wie sie sich selber nennt? Natürlich nicht, aber Herr Heil sagt zu Recht, das erwartet man von einem Oppositionspolitiker, dass er das sagt, aber es ist auch meine Überzeugung. Ich meine, ich muss ja ehrlich sagen, wir wurden ja abgewählt, weil wir nicht gut genug waren 2021. Ja. Und wir regenerieren uns. Ich darf jetzt ein neues Programm verantworten und vieles mehr. Und ich sage Ihnen, ich habe ein großes Interesse daran, dass wir hier rauskommen aus dieser Mentalität. Hier will ja keiner mehr Verantwortung übernehmen. Man versteckt sich hinter Gesetzen. Wir haben Aufwuchs, die ganzen Behörden, immer mehr Aufwuchs. 60% mehr in den Ministerien. Wir haben 42 Beauftragte. Wenn junge Leute eine Idee haben und loslaufen, da kommt sofort immer ein Bedenkenträger, es geht nicht weit. Sie glauben gar nicht, jeden Tag werde ich auf Bürokratie angesprochen. Ich weiß, Sie sagen jetzt, Sie waren 16 Jahre dran. Deswegen habe ich doch ein Interesse, dass wir hier mal vorankommen und entregulieren und entbürokratisieren. Gut, machen wir auch für Schreddern. Dann gehen wir da jetzt mal rein und gucken, was Sie, da geht es nämlich auch darum, dass es schneller und einfacher gehen soll, Fachkräfte, aber auch Arbeitskräfte nach Deutschland zu holen. Sie haben heute eben den Entwurf durchs Kabinett gebracht. Sie haben einen Besuch in Kanada vorher gehabt. Da hat man Ihnen gesagt, komischerweise wollen die Leute eher nach Kanada als nach Deutschland. Eine Begründung, die Sie zu hören bekommen haben, it's hard to deal with the Ämter. Yes. Mit anderen Worten, Bürokratie geht allen auf die Nerven, selbst die es noch nicht erlebt haben. Mussten Sie wirklich so weit reisen, um das zu erfahren? Nein, es ging um 2 andere Dinge. Das eine ist, dass wir in Deutschland die inländischen Potenziale übrigens heben müssen. Das kommt als Nein, das kommt zusammen, jetzt. Frau Maischberger, denn das kann man nicht ohne das andere diskutieren. Wir haben folgende Situation. Erstmal haben wir Arbeits- und Fachkräftemangel in Deutschland aus einer guten Entwicklung hinaus, weil wir hatten noch nie so viel Beschäftigte in Deutschland wie heute. Und es war diese Koalition, die das übrigens über die Krise gebracht hat und Ähnliches. Aber Arbeits- und Fachkräftemangel wird ab 2025 zu einer Wachstumsbremse, weil dann die Demografie zuschlagen wird. Und jetzt geht es um Folgendes. Wir müssen alle Register im Inland ziehen. Es geht Ausbildung. Wir haben heute auch ein Aus- und Weiterbildungsgesetz beschlossen. Es geht um die Frauenerwerbsbeteiligung in diesem Land. Und wenn wir all diese Register gezogen haben,
wird es trotzdem nicht reichen. So groß ist die Aufgabe. Und deshalb brauchen wir qualifizierte Einwanderung. Dafür wird ein neues Gesetz geschaffen. Jetzt werden Sie wieder sagen, neues Gesetz. Ich sage, dieses Gesetz schreddert Bürokratie. Wir müssen bei der Visumserteilung besser werden. Das werden wir auch. Bei der Berufsanerkennung, die darf keine Eintrittshürde werden. Wir brauchen qualifizierte Zuwanderung. Auch da und das brauchen wir. Das ist übrigens überfällig. Vor 30 Jahren hat Rita Süssmuth schon ein solches System gefordert. Ja. Wir schaffen es jetzt endlich, damit wir kluge Köpfe und helfende Hände, die wir in Deutschland dringend brauchen, auch gewinnen. Und ich freue mich, dass Wirtschaft und Gewerkschaften uns in diesem Anliegen unterstützen. So, und Sie haben ein Punktesystem à la Kanada dann auch mit dabei. Ja. 10 Kategorien, Qualifikation, Alter, Sprachkenntnisse. Man muss irgendwie 6 Punkte sammeln, nur um das System zu begreifen. Also wenn ich nicht so gut Deutsch kann, aber zum Beispiel eine hochgradig gute Qualifikation und Ausbildung habe, habe ich eine Chance, hier den Zugang auf den Arbeitsmarkt zu bekommen. Ja, es geht um 3 Säulen. Das erste ist die Fachkräftesäule. Da haben wir schon mit Horst Seehofer ein Gesetz geschaffen, das entbürokratisieren wir, weil wir nicht nur Akademiker brauchen, sondern auch beruflich Qualifizierte. Mhm. Das zweite ist, dass Menschen mit einer Berufsqualifikation im Arbeitsvertrag aus dem Ausland kommen können und wir dann Berufsanerkennung während der Arbeit in Deutschland machen. Das ist keine Eintrittshürde, das ist Abbau von Bürokratie, weil da 700 Stellen für zuständig sind. Und das dritte ist das, was Sie angesprochen haben, die Chancenkarte. Darum geht es, dass Leute, bei denen Potenzial ist, dass sie hier arbeiten können, weil sie entweder Berufserfahrung haben und oder Berufsqualifizierung und oder jünger sind oder Deutsch können, zu uns kommen können, der Arbeitsplatzsuche wegen. Mhm. Das ist das, was wir mit der Chancenkarte aufbauen. Wenn die Punktesammlung kam, dann Zugang auf den Arbeitsmarkt. Also etwas unter folgender Prämisse: Die Menschen müssen ihren Unterhalt sicherstellen können. Weil 2 rote Linien will ich bei aller Liberalität der Einwanderung sagen. Erstens, keine Einwanderung in die Sozialsysteme. Das ist auch eine Frage der Akzeptanz. Und zweitens, keine Einwanderung zur Lohndruckerei. Das ist im Gesetz klar geregelt. So, jetzt eins nach dem anderen. Herr Lehnemann, Sie haben sich auch umgehört in Unternehmen und haben immer gesagt, wenn die jemanden nach Deutschland holen wollen, dann erzählen Sie ihnen wiederum, zigtausend Stellen sind dafür zuständig. Das, was hier vorgeschlagen wird, ist das ein Schritt in die richtige Richtung? Oder also wenn er an das Thema, also ein Knackpunkt, und wenn er halt da dran geht, ist das richtig, sind die langen Visa-Verfahren. Ich gebe mal ein ganz einfaches Beispiel. Ich habe ein Restaurant in meinem Wahlkreis, ein Vietnamese, der sucht einen vietnamesischen Koch, hat einen gefunden, wo? In Vietnam. Was passiert? Es dauert Wochen, Monate lang, bis das Verfahren abgeschlossen ist. Dann schaut man sich in der Botschaft in Vietnam diesen Fall an. Und was macht die Botschaft, Frau Maischberger? Die guckt sich die Speisekarte an des Restaurants in Paderborn. Und in dieser Speisekarte, die deutsche Botschaft in Vietnam oder Konsulat, guckt sich die Speisekarte an und stellt fest, jetzt kommt's, halten Sie sich fest, dass auf der Speisekarte zu viele panasiatische und zu viele thailändische Gerichte stehen und zu wenig vietnamesische Gerichte. Und deshalb wurde das abgelehnt. Das hat der Chef des Restaurants mir gesagt. Ich dachte, mich tritt ein Pferd. Ja. Dann habe ich mich natürlich eingesetzt, wie Hall das auch gemacht hätte. Mhm. Der ist jetzt hier. Aber wir mussten dagegen klagen und mussten Einspruch erheben. Das ist das Problem. Es kann doch nicht sein, dass Botschaften Speisekarten sich ansehen. Deswegen auch, müssen die Visa-Verfahren müssen schneller werden, um damit klarzukommen. Haben Sie das Gefühl, das, was Sie gelesen haben in den Vorschlägen von Herrn Heil, behebt das Problem? Es muss natürlich weitergehen. Sie müssen sich Folgendes vorstellen. Da ist jemand in Vietnam, so, der möchte nach Deutschland. Dann kommt als erstes die Bundesagentur für Arbeit, macht eine Vorrangprüfung, darf der kommen oder haben wir keinen Deutschen dafür. Dann kommt das Innenministerium, nicht mehr, für manche mit Bereiche. Mit dem Gesetz nicht mehr. Nicht mehr, gut. Dann kommt für manche Bereiche Innenministerium Aufenthaltsgenehmigung. Dann Anerkennung der Berufsabschlüsse, Bildungsträger, sogar die Länder. So, dann kommt das Visum selbst. Das heißt, wir haben 4, 5 Organisationen. Wenn man jetzt eine digitale Agentur hätte. Genau das machen wir. Super, unterstütze ich ihn und ich kann Ihnen sagen, in Vertretung der gesamten CDU-CSU-Fraktion, da würden wir parteiübergreifend mitmachen, dass es eine Stelle gibt, einen Ansprechpartner gelohnt, und wir lösen das Problem. Ja, geht um die Sache. Vorsicht, große Koalition. Was ist denn aber trotzdem mit der anderen? Sie haben gerade gesagt, es darf keine Einwanderung in die Sozialsysteme gehen. Da haben Sie im Februar haben Sie noch gesagt, die Ampel muss aufhören, Märchen zu erzählen. Sie will nur die Hürden für die Einwanderung immer weiter absenken und öffnet das Tor für ungesteuerte Zuwanderung. Das dürfen wir nicht zulassen. Haben Sie das Gefühl, dass was Herr Halder plant, macht das, was Sie hier beklagen, nämlich Tür und Tor öffnen für ungesteuerte Zuwanderung? Oder ist es besser jetzt? Ja, das sind 2 verschiedene Themen. Da habe ich auch auf das Asylthema hingewiesen, wo es auch manche Änderungen gibt. Und ich bin der Meinung, man muss das Thema Asyl und Fachkräfte strikt trennen. Tut er das? Er persönlich macht es ja, auch jetzt mit dem Gesetz. Es gibt einen Punkt, der ist interessant, da sollten wir uns in 2 Jahren noch mal treffen. Er sagt, dass wenn ein
eine ausländische Fachkraft eine Ausbildung im Ausland macht, 2 Jahre und 2 Jahre Berufserfahrung, die darf hier kommen, ohne dass die Anerkennung stattfindet, sondern der darf schon mal arbeiten und dann findet die Anerkennung statt. Okay. Und da müssen wir aufpassen, dass die nicht ins Sozialsystem gehen. Da hat er 2 Schranken drin. Er sagt, knapp 40.000 Euro müssen die verdienen, tarifgebunden sein. Und das würde ich mir gerne in 1-2 Jahren noch mal ansehen. Entscheidend ist, dass die Firma einen Arbeitnehmer haben will und auch dafür bürgt, dass das nicht klappt. Und diese Einstellung hat Herr Heil auch, dass sie nicht ins Sozialsystem rutschen. Denn eins ist klar, Frau Maischberger, wir sind für den Arbeitsmarkt nicht so interessant weltweit. Wir haben 17 Millionen Menschen, die gerne nach Kanada gehen wollen, aber knapp 100.000, die nach Deutschland wollen. Wir sind aber interessant für das Sozialsystem und es muss eigentlich andersrum sein. So, sie läuft gut für Sie. Das heißt, Sie kriegen hier 2 Jahre Chance zu beweisen, ob Ihr Gesetz gut funktioniert. Dann habe ich eine Aufenthaltsgenehmigung. Und Sie müssen die Qualifikation noch nachweisen. Aber was dann noch übrig ist, sind die 2,6 Millionen Arbeitslose im Deutschen. In Deutschland, die jetzt schon da sind, da sind keine Arbeits- oder Fachkräfte dabei. Was meinen Sie denn, wenn Sie sagen, wir brauchen auch die inländischen Potenzialen, die müssen wir das heben? Will ich funktioniert das denn ausreichend? Nein, da müssen wir noch besser werden. Mhm. Und wir haben in den letzten Jahren viel geschafft. Wir hatten vor 10, 20, 30 Jahren Massenarbeitslosigkeit. Wir haben heute viel weniger Arbeitslosigkeit. Wir haben den höchsten Stand von Beschäftigung, 46 Millionen Erwerbstätige. Mhm. So viel gab es noch nie in Deutschland. Und deshalb gibt es Knappheit. Wenn wir uns die Struktur der Arbeitslosigkeit, die wir noch haben, angucken, dann haben wir vor allen Dingen Probleme mit Langzeitarbeitslosigkeit. Mhm. 2/3 der Langzeitarbeitslosen haben keine abgeschlossene Berufsausbildung. Und da setzen wir an, beispielsweise, indem wir sagen, die Leute kriegen eine Chance und die Unterstützung, auch einen Anreiz, nicht in irgendwelche Hilfstätigkeiten gedrängt zu werden, sondern eine Berufsausbildung nachzuholen. Das haben wir mit dem, nein, das ist keine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Das ist das, was wir, genau, das es geht um richtige Beschäftigung. Mhm. Das ist das eine. Das zweite ist Ausbildung. Wir haben zu wenig Berufsorientierung in Deutschland. Wir haben junge Leute, die zu großen Teilen zu einer Hochschule laufen. Das ist gar nicht schlecht, weil die Eltern es oft erwarten, aber viele brechen ab. Wir wollen, das machen wir mit dem Aus- und Weiterbildungsgesetz, Berufsorientierung konsequent an allen Schulformen, damit das gelingt. 3. Punkt, Mobilität in Deutschland, damit Ausbildung aufgenommen wird. Und wenn gar nichts mehr reicht, in unterversorgten Gebieten, in strukturschwachen Gebieten, Vorrang hat betriebliche Ausbildung, aber auch außerbetrieblich. Das nennen wir Ausbildungsgarantie. Das haben wir heute auch beschlossen. Dass jeder, der das der zweite, geht, dann tatsächlich nicht da rumhängt, sondern eine Ausbildung bekommt. Zweites Potenzial, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Qualifizierten, die wir schon haben. Die Berufsanforderungen werden sich verändern. Und wir brauchen für die Energiewende, für die Digitalisierung manchmal trotz einer guten Ausbildung, die immer noch eine gute Eintrittskarte ist im Erwerbsleben, Weiterbildung, das ist auch im Gesetz. Aber die größte, wissen Sie, was die größte Ressource im Inland ist für Fachkräfte? Frauen, ich weiß. Ja. Wollen Sie mir jetzt sagen? Ja, ich will Ihnen das nicht sagen. Nee, weil ich habe es gelesen bei Ihnen und vermutlich stimmt das auch. Da hat man viele andere Probleme. Darf ich das mal ganz kurz noch mal zurückstellen? Und erstmal diese, weiß ich, aber erstmal diese Ausbildungsplatzgarantie einfach zur Debatte noch mal stellen und fragen, was Sie davon halten. Grundsätzlich bin ich der Meinung, es gibt ja gerade bei den Langzeitarbeitslosen, das sind ja in der Regel Menschen, die vorher schon im Arbeitslosengeld 1 waren und dann langzeitarbeitslos sind. Das macht es noch genau, da sind auch viele Zugewanderte. Die zweite, dritte Generation Leute, die in ihrer Familie zum Teil Arbeit nicht erlebt haben. Es gibt die anderen auch, die Sie beschrieben haben. Und das müssen wir aufbrechen. Das alte Hartz-IV-System hat das eben nicht geleistet, deshalb haben wir das Bürgergeld durchgesetzt. Genau. Gemeinsam beschlossen, mit Ihnen übrigens. Ja, das Bürgergeld nicht, da haben wir gegen. Nein, wir hatten Vermittlungsausschuss. Achso, im Hartz IV damals, das weiß ich auch noch, ich habe ein Problem. Also ich würde dem Vermittler, also wenn ein Langzeitarbeitsloser zum Jobcenter geht, da würde ich dem Vermittler die volle Verantwortung geben und auch die volle Freiheit, dass der das entscheidet. Und es gibt halt Menschen, die arbeiten können. Und denen das auch gut tut und eine Tagesstruktur, das Gefühl haben, gebraucht zu werden. Absolut. So machen es beispielsweise die Niederländer. Und dieses Instrument ist nicht mehr da. Mhm. Und deswegen finde ich, müssen wir stärker darauf hinarbeiten, dass wenn jemand Leistung vom Staat bekommt und der Vermittler sagt vor Ort, dem tut es jetzt aber gut, auch zu arbeiten, dass er auch eine Arbeit annehmen muss. So. Ja, das stimmt ja auch. Das steht ja auch im Gesetz. Nee, das haben wir gemeinsam beschlossen. Also Sie müssen Vermittlungsvorrang ist rausgenommen worden. Ja, aber das will ich Ihnen erklären. Das alte System, ich habe es vorhin gesagt, hat nicht dazu geführt, dass 2/3 der Langzeitarbeitslosen, die keine abgeschlossene Berufsausbildung haben, nachhaltig in Arbeit gekommen sind. Die haben sie mal in eine Hilfstätigkeit gebracht und das Jobcenter hat die nach ein paar Monaten wiedergesehen. Mit dem neuen Ansatz, den sie mit beschlossen haben, haben wir ein besseres System. Mhm. Es gibt nach wie vor die Notwendigkeit, wenn Leute nicht mitwirken, dass es auch am Ende des Tages Mitwirkungspflichten und im Notfall auch Sanktionen gibt. Das ist auch richtig. Aber mir geht es darum, dass wir eins begreifen, die Mehrheit der Menschen, für die ist Arbeit mehr als Broterwerb. Das ist Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Das ist Selbstständigkeit. Und das ist etwas, was wir dringend angehen.
Und zwar in diesem Jahr noch, weil das Bürgergeld in diesen Instrumenten zum 1. Juli in Kraft tritt. Ich will trotzdem einen Satz sagen dürfen, Frau Maischberger, zum Thema. Nein, das werde ich jetzt durchsetzen. Sie haben ihn aber noch nicht, Sie haben ihn aber noch gar nicht überzeugt, glaube ich. Und ich würde gerne bei diesem Thema einmal bleiben und lieber das hier ordentlich machen. Ja gut, ja, dann will ich ihn aber... Grundsätzlich nee, jetzt ist er dran. Ach, ich dachte, ich soll ihn noch überzeugen. Ja. Aber ich kenne die Bibel. In der Bibel steht, im Himmel ist mehr Freude über einen reuigen Sünder als über 100 Gerechte. Ich werde es nicht aufgeben. Herr Heil und ich, wir sind ja eigentlich in der Sache die Bibel gar nicht so weit weg. Nur trotzdem bin ich kein Fan. Allein der Begriff Bürgergeld suggeriert, dass jeder Mensch in Deutschland Anspruch auf dieses Geld hat. Warum haben Sie das sind auf das Bürgergeld habe ich nicht zugestimmt. Im Bundestag. Sie haben im Bundestag darüber abgestimmt als Fraktion. Ja, weil wir die Sanktionen... Hermann Gröhe verhandelt. Ja, weil Sie die Sanktionen rausnehmen wollten. Sie persönlich übrigens nicht, Herr Heil nicht. Wir haben gesagt, es braucht ein Sanktionssystem. Eine gute Lösung. Trotzdem bin ich persönlich der Meinung, dass man wissen muss, dass das ein System ist, was Menschen bezahlen, die arbeiten gehen und die finanzieren das. Und deswegen finde ich, haben diejenigen, die das System nutzen, auch eine Bringschuld. So ist das zum Beispiel in den Niederlanden. Ganz viele können nicht arbeiten, weil sie seelisch und körperlich nicht mehr können, weil sie eine Umschulung brauchen, eine Weiterbildung. Alles richtig. Aber es gibt noch einen nennenswerten Teil. Das sagen mir alle Vermittler, mit denen ich persönlich rede. Da würde es richtig sein, dass die arbeiten würden. Wir müssen da kein Missverständnis machen. Ich versuche Sie ja zu überzeugen, weil Sie, wie gesagt, selbst zugestimmt haben. Und das ist auch gut so. Ich will gar keinen Streit darüber, weil ich bin froh als Arbeitsminister dieses Landes, wenn wir in bestimmten Fragen auch mit der Opposition Grundkonsens haben. Das ist übrigens auch wichtig für die Leute, die in Jobcentern arbeiten, dass wir diese Debatte ein bisschen entgiften und auf den Kern zurückführen. Und das Ziel der Reform ist nicht, die Menschen in der Grundsicherung zu halten, sondern sie, wo immer es geht, rauszuholen. Deshalb haben wir übrigens Bürokratie in den Jobcentern abgebaut, damit die Vermittler sich darauf konzentrieren können und nicht mit unnötigen Paragraphen zu tun haben, die ganz viel Bescheide produzieren, aber keinen Menschen in Arbeit bringen. Das ist mein Ansatz. Und wenn Sie das mit unterstützen, freue ich mich. Sie sind so konstruktiv heute und Sie waren mal eine große Koalition. Tun Sie mir eine Liebe und könnten Sie noch mal ein paar Punkte auseinanderhalten, mit Ja und Nein zu beantworten, damit wir wissen, ob Sie überhaupt noch irgendwo auseinander sind. Also, wir könnten gut koalieren. Rente mit 63 war ein Fehler? Ja. Nein. Mit Blick auf den Streik im öffentlichen Dienst, 10% Lohn mehr ist zu viel? Ich mische mich nicht in Tarifauseinandersetzungen. Das gebietet die Verfassung. Ich glaube aber, die kriegen das hin in den nächsten Tagen. Stimme ich Herrn Heil 100% zu. Gut, aber Sie könnten das ganze Land lahmlegen an einem Tag, angemessen? Wenn ich die Eisenbahner sehe, nicht, weil die haben sich nur einmal getroffen. Trotzdem müssen die sich ihrer Verantwortung bewusst sein, dass wir keine Lohnpreisspirale bekommen. Helmut Schmidt hat gesagt, in Demokratien, der nicht auch mal gestreikt wird, ist keine Demokratie. Ich möchte keine Streiks, aber wir haben Gott sei Dank keine französischen Verhältnisse. Sondern die verantwortlichen Sozialpartner in Deutschland schaffen es meistens, sich ohne Auseinandersetzung am Ende gut zu verständigen. Die nächsten Fragen gehen mit Ja oder Nein. Erweiterungsbau des Kanzleramtes stoppen? Ich glaube nicht. Ja. Ja. Die Ukraine möchte Kampfjets. Sollte Deutschland die liefern? Jein. Nur im Verbund Europa. Nein, aber wir helfen mit anderen Systemen und bekanntermaßen sehr, sehr viel. Gestern hat Boris Pistorius gesagt, wie viele Panzer aus Deutschland gekommen sind, damit die Ukraine ihre Freiheit gegen Putin verteidigen kann. Sind 12 Milliarden für die Kindergrundsicherung zu viel? Ich glaube nicht, dass es 12 Milliarden bedarf. Es geht erstmal darum, dass wir dafür sorgen, dass auch vorhandene Leistungen, die bei den Kindern gar nicht ankommen, wirklich endlich unbürokratisch ankommen. Und dann werden wir miteinander klären, was zusätzlich notwendig ist. Ja, und eine schwierig, merken Sie, ne? Ja, das Geld muss bei den Kindern ankommen. Und deswegen würde ich es zielgerichteter machen und nicht einfach pauschal. Aber Sie sind auch für eine Kindergrundsicherung, oder? Nein, ich bin dafür, dass die Kinder es bekommen, dass es dort auch wirklich ankommt. Wir haben das mit damals schon gemacht. Ja. Letzte Frage. Am 15. April wird das letzte Atomkraftwerk hier in Deutschland vom Netz genommen. Ist ein Comeback der Atomkraft in Deutschland für Sie ausgeschlossen? Nein. Ja. Das ging doch. Herr Heil, Sie haben neulich gesagt, Sie arbeiten lieber mit der Ampel als mit der CDU, denn die wollen noch was verändern. Wie froh sind Sie, Herr Linnemann, dass Sie nicht mehr mit Herrn Heil regieren? Mit Herrn Heil würde ich es wirklich sofort machen, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Weil es jemand ist, der mutig ist und auch mal vorangeht. Wir haben unterschiedliche Meinungen, das sieht man. Aber mit ihm würde ich es machen. Läuft für Sie. Und Sie mit Herrn Linnemann? Das ist Vergangenheit.
Und ich muss das sagen, nein, ich muss das wirklich sagen. Ich habe nichts Schlechtes über meinen Fußball. Das habe ich dich gerade gelobt. Ich habe nichts. Und sie duzen sich auch noch. Ja, natürlich. Also man muss sich ja nicht hassen oder unsympathisch finden, nur weil man anderer Meinung ist. Aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, und er hat das ja selbst vorhin bestätigt, die Union am Ende der letzten Legislaturperiode hatte nichts mehr vor. Die wusste, was sie nicht mehr wollte. Wenn sie sich jetzt programmatisch erneuern, wünsche ich alles Gute. Dann sind Sie wieder mit dabei. Jetzt hat die Ampel den Auftrag und den nehmen wir sehr ernst. Gut. Und ich bleibe dabei. Wir haben Deutschland im letzten Jahr durch ganz schwierige Zeiten geführt. Wir haben den Arbeitsmarkt stabil gehalten. Wir haben Reformen zustande gebracht. Ich bin total dafür, dass Sie alles aufzählen, was Sie richtig gemacht hatten. Ich glaube, Sie hatten ausreichend Zeit. Nee, das glaube ich nicht. Ja, das stimmt. Also aus Ihrer Sicht sicher nicht. Aber ich danke jedenfalls für den Einblick in ein wichtiges Thema heute. Fachkräftemangel und wie wir es lösen. Wir treffen uns dann wieder, wenn Sie das Gefühl haben, wir können noch mal drauf gucken. Herzlichen Dank. Danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Heil, vielen Dank, Herr Linnemann. Danke. Dankeschön.